Jo Leute, Sidney am Start und willkommen zu einem besonderen Video. Ich habe eigentlich gar keine Lust, über dieses Thema zu sprechen, weil ich das schon hunderte Male gemacht habe. Aber wir haben heute wieder eine Eilmeldung bekommen bezüglich Black Clover. Der eine oder andere wird es vielleicht schon vergessen haben, aber nächsten Monat erscheint Black Clover wieder mit seinem ersten Kapitel in der Jump Giga. Jump Giga ist ein Bonus-Magazin sozusagen, wo Bonusinhalte der normalen Jump-Serien drin vorkommen, aber auch Special-Kapitel oder One-Shots oder manchmal auch der finale Arc einer Jump-Serie behandelt wird, quasi. Wie eben jetzt bei Black Clover oder früher auch Gintama. Die nächste Ausgabe ist Jump Giga Winter 2024 und dementsprechend Black Clover auf der Coverpage und Black Clover wird nächsten Monat an Weihnachten erscheinen. Wir haben heute die Meldung bekommen, dass Black Clover ein neues Kapitel bekommen wird da natürlich und dieses Chapter eine Länge von 28 Seiten bekommen wird, was eine Vollkatastrophe ist. Und da gehe ich auch direkt rein, wie ihr es von mir kennt. Also zur Erläuterung. Black Clover hat 4 Monate Pause gehabt. Ich glaube, das letzte Kapitel kam im August oder so. 28 Seiten kommen jetzt. Und dann gibt es wieder 3 Monate Pause. Dann kommt wieder ein Chapter, dann wieder 3 Monate Pause und immer so weiter. 28 Seiten mit Color Pages und Special Poster, Sticker und so weiter und so weiter für das nächste Kapitel. Und da ist die Annahme im Vorhinein natürlich eine ganz andere gewesen, weil Leute sich vorgestellt haben, hey, jetzt hat Black Clover ja endlich das Potenzial, wesentlich mehr Content zu bringen, wesentlich längere Chapter zu bringen. Wir kennen das, Black Clover hatte in der Vergangenheit kurze Chapter, inhaltslose Chapter, die keinen Progress hatten, wirklich Müll-Chapter. Mit dieser Länge von 28 Seiten tust du dir natürlich keinen wirklichen Gefallen mit. Das werden halt Double Pages sein, da wird Asta wieder 5-mal im Kapitel sagen, dass er Magierkönig wird und am Ende, weiß ich nicht, kommt irgendwie ein Lucius Cliffhanger mit, dass er noch ein Ass im Ärmel hat oder sowas. Ich habe auch gehört, dass der Grund für diese 28 Seiten die Volume ist, was das letzte Chapter in der Volume sein soll. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn man dann darauf folgend weiterschaut in die Zukunft, wird die nächste Volume ja wieder die gleiche Länge haben. Und dann werden auch die Chapter wieder gleich sein. Ich denke nicht, dass Tabata dann auf einmal ankommt mit einem Chapter, was dann 80 Seiten lang geht oder so. Also ist unwahrscheinlich. Wir können aber davon ausgehen, dass dann die nächste Volume mit 9 Chaptern oder 8 Chaptern oder so dann vielleicht die letzte sein wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Black Clover jetzt noch, weiß ich nicht, 6 Jahre geht oder so. Mit dem Rhythmus, wie es erscheinen wird. Das heißt, wir haben dann vielleicht noch so 8 Chapter oder 9 Chapter. Mit den Releases, die wir bekommen, kannst du auf jeden Fall rechnen, sind es noch 2 Jahre, die Black Clover 100% laufen wird. Ich sag euch ganz ehrlich, diese Serie hat sich ihr eigenes Grab geschaufelt. Kein Schwanz juckt Black Clover mehr, niemanden mehr. Die einzigen, die das noch irgendwie befeuern oder tolerieren, sind fucking Dick Rider von Tabata, die hier irgendwas schreiben mit I will be there no matter what, we are back, so ein Scheiß, so, wo du halt Chapter bekommst, wo nichts passiert, mäßig, absehbarer Plot vorhanden ist, der wirklich absehbar ist. Also, Black Clover hat schon seit 100 Kapiteln nichts mehr auf die Beine stellen können, wo du irgendwie sagen könntest, wow, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Selbst der Lucius-Reveal war vorher teilweise schon bekannt. Die Aufmachung, das Setup dafür war geisteskrank, aber was man letztendlich daraus gemacht hat, war absoluter Garbage. In meinem letzten Update-Video habe ich darüber gesprochen, dass potenziell Black Clover mit seinem nächsten Kapitel enden könnte, was jetzt definitiv nicht mehr im Raum steht, weil du ja die Länge von dem Chapter siehst. Dementsprechend, ja, wird das wahrscheinlich noch ein bisschen länger durch den Kakao gezogen und wir werden wahrscheinlich noch 2 Jahre auf jeden Fall bekommen, was Black Clover betrifft, da ja nur 4 Chapter im Jahr releasen können. Dieses erste Kapitel, 28 Seiten, ich bin kein Fan davon. Ich finde das sehr erbärmlich, sag ich so wie es ist, dass Tabata aus einer Weekly Basis heraus, wo er sowieso 20 Seiten hätte machen können, oftmals auch drunter, aber das, sag ich mal, ist der Standard. Ja, 20 Seiten, Weekly Basis, 4 Monate später, 4 Monate Pause oder 4 Monate Zeit oder wie auch immer ihr das nennen wollt, 8 Seiten plus drauf. Also ich glaube, das muss ich niemandem erklären, oder? Das ist schon hart erbärmlich. Sag ich so, wie es ist. Selbst wenn du einen Fulltime-Job hast, selbst wenn du, weiß ich nicht, deine Familie pflegst oder so, hast du doch wohl in 4 Monaten Zeit, vor allem mit der History, die er hat,
das vorher jahrelang auf Weekly Basis getan zu haben, Bruder. Das musst du dir mal ausdenken, wirklich. Von einer Weekly Basis heraus, jede Woche, wenn wir die Pause jetzt mal außen vor lassen, jede Woche Chapter zu bringen, die 15 bis 20 Seiten gehen. Jetzt hat er 4 Monate Zeit, macht 8 Seiten plus drauf. Das fasse ich nicht. Das fasse ich nicht. Jeder auf fucking Social Media ist davon ausgegangen, dass dieses Chapter Minimum 40 Seiten haben wird. Und vielleicht eine Boruto-Länge hat. Fucking Ikimoto, der nicht mehr Hintergründe zeichnen kann, kann in einem Monat mehr schaffen als Tabata in einem Jahr. Digga, was ist das denn? Das ist eine fucking Frechheit, sag ich so, wie es ist. Also spätestens jetzt sollte sich jeder Black Clover-Fan wirklich mal die Frage stellen, ob es das wert ist, jedes Mal 3 Monate zu warten für vielleicht 30 Pages, 10 Pages mehr als sonst, wo nichts passiert. Das sind vielleicht 5 Doppelseiten, wo Asta sein Schwert irgendwie querhaut oder so ein Scheiß, ja. Mehr ist es am Ende des Tages nicht. Das ist absolut peinlich. Absoluter Quatsch. Jetzt kommen wir kurz auf ein Thema zu sprechen und ich bin ehrlich, ich habe da gar keinen Bock drauf, drüber zu reden, weil ich weiß, dass das wieder in den falschen Hals kommen wird bei einigen Leuten, dass das Leute wieder falsch aufnehmen werden und wie gesagt, sind sowieso fucking voreingenommen, was das Thema betrifft, aber naja, reden wir mal kurz drüber. Yuki Tabata hat ein Problem, psychisch bedingt, familiär, sozial, wie auch immer. Ob er Depressionen hat, ich habe keine Ahnung. Und genauso habt ihr das auch nicht. Ihr solltet aufhören, Ferndiagnosen zu stellen. Ihr solltet aufhören, von zu Hause aus eurem Sessel oder weiß ich nicht, den Therapeuten zu spielen. Das ist dämlich, das ist cringe und ihr wisst es am Ende nicht besser als ich. Ihr wisst es am Ende des Tages nicht besser als Tabata selber, so mäßig. Es ist einfach nur erbärmlich, rumzuspekulieren in die ein oder andere Richtung. Ich habe das auch zum Teil schon gemacht, in die andere Richtung, weil natürlich sich das Ding jetzt jahrelang gestreckt hat, jahrelang gezogen hat und ich den Eindruck habe, das ist mehr die Mitleidstour als wirklich, dass es was Handfestes ist, so mäßig. Damit will ich nicht irgendwie auch nur ansatzweise sagen, dass diese Erkrankungen nicht da wären oder nicht existent wären, das ist Quatsch. Diese Erkrankungen oder psychischen und sozialen Ängste oder Probleme sind wichtig, sehr wichtig. Gerade in der heutigen Zeit wird es meistens nicht für voll genommen oder Leute müssen darum kämpfen, ernst genommen zu werden. Bei Tabata habe ich aber den Eindruck, dass er das selber nicht mal ernst nimmt. Bei Tabata habe ich den Eindruck, dass er zumindest sich in ein so emotionales Loch geschmissen hat, dass er sich von niemandem helfen lässt. Weil du erkennst ja keine Ansätze für Lösungen. Du erkennst ja nicht wirklich, dass es sich gebessert hat. 28 Seiten in 4 Monaten zu bringen, ist cringe. Ist fucking erbärmlich, sag ich so, wie es ist. Kannst dich doch als Tabata nicht da hinsetzen, einen Stift in die Hand nehmen, einen Strich machen und sagen, oh Junge, jetzt bin ich hier fertig. Ja, genug gearbeitet für heute. So, kennt ihr diese SpongeBob-Folge, wo SpongeBob die ganze Zeit an einem Buchstaben kritzelt und sagt, ha, fertig, hab's geschafft, so mäßig. Das ist Tabata. So, zumindest stelle ich ihn mir genauso vor. Ich habe den Eindruck, er kümmert sich nicht um das, worum er sich kümmern sollte. Ich habe den Eindruck, er arbeitet nicht an sich selber. Er ist nicht reflektiert und er kann sich nicht weiterentwickeln. Zumindest ist das die Entwicklung der letzten Jahre. Die Rückentwicklung oder das Stagnieren, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Ich habe Empathie für solche Situationen. Ich habe Verständnis für solche Situationen. Sieht man ja auch bei anderen Mangaka oder bei anderen Serien. Definitiv. Ich habe letztens erst ein Berserk-Video gemacht, wo ich darüber gesprochen habe. Das sind aber auch zwei völlig verschiedene Situationen, zwei völlig verschiedene Werke. Und ich sag's ganz ehrlich, zwei völlig unterschiedliche Universen an Respekt, die ich da aufbringe. Sag ich so, wie es ist. Mir wird eine Antipathie zugeschrieben. Das kannst du dir nicht ausdenken. Aufgrund dieser Situation. Weil Tabata sich in eine Opferrolle positioniert und von den positiven Kommentaren, von der Beweihräucherung und dem ständigen Hilferuf nach Aufmerksamkeit lebt. Das könnt ihr anders sehen, aber so ist das am Ende des Tages für mich. Aus meiner Perspektive, ich sehe das so. Der Zug ist abgefahren. Sag ich euch, wie es ist. Selbst wenn er jetzt was ändert, selbst wenn er vor einem Jahr was geändert hätte, der Zug ist abgefahren. Die Serie wird nach Monaten, nach Jahren keinen interessieren mehr, wird unter den Teppich gekehrt, jetzt gerade auch mit diesem 3-Monats-Zyklus, immer weiter. Das wird ein
sinkendes Schiff werden, ähnlich wie Tokyo Revengers oder sowas. Prinzipiell, sag ich ganz ehrlich, kann man die Scheiße sogar mit One Piece Community vergleichen. Die Leute nehmen all das auf, was sie kriegen können. Da ist gar kein Blick mehr für irgendwelche Kritik da. Da ist nichts da, was man ansatzweise irgendwie ansprechen darf, weil du sonst einfach direkt blindlings als Hater abgestempelt wirst und das war's. Also, mich hat diese Serie auch mal wieder leider verloren aufgrund der Seite der Anime-Community. Es ist halt leider so, soll ich sagen, Black Clover hat sich sein eigenes Grab geschaufelt. Das ist fucking offensichtlich. Ich habe mit Black Clover schon lange abgeschlossen. Das letzte gute Projekt von Black Clover war der Film. Der Manga ist Arschritze, sag ich so, wie es ist. Das Ende wird Arschritze, sag ich so, wie es ist. Wenn Tabata irgendwann mal wieder einen neuen Manga macht, dann hoffe ich, dass sein Leben sich geändert hat. Dann hoffe ich, dass er sich geändert hat. Wir werden inhaltlich natürlich noch über Black Clover reden, aber wir sehen hier, dass auch wieder weitere 4 Monate Pause nichts an der Situation geändert haben. Weitere Chapter ähnlich aussehen werden. Also es hat hier auch nichts mit der Volume zu tun. Wahrscheinlich werden wir noch 2 Jahre Content bekommen, aufgrund dann eben der nächsten Volume, weil dann wieder 8 neue Kapitel kommen und die Releases der Giga, der Jump Giga, eben so aussehen, dass sie nur 4-mal im Jahr kommt. Ich bleibe dabei und es ist mir auch egal, wirklich, es ist mir egal, was ihr davon haltet. Das ist meine Ansicht und ich denke, ich habe genug Lebenserfahrung, ich kenne selber genug Leute, an denen ich das bemessen kann, aus eigener Erfahrung sprechen kann und so weiter und so fort. Ich habe mehr Respekt vor jemandem, der an seinen Problemen arbeitet, als vor jemandem, der nur vom Mitleid anderer Leute lebt und nichts an seinem Leben ändert. Nichts an seinem Leben ändert. Fertig. Ich verstehe, dass manche Personen auch Hilfe von anderen Leuten benötigen und selber nicht aus ihren Löchern rauskommen. Völliges Verständnis für. Aber ich sag ganz ehrlich, nach 3-4 Jahren, nach etlichen Pausen, nach öffentlichem Druck durch Shueisha. Bruder, muss groß. Also, das ist einfach nur peinlich. Das ist erbärmlich. Ja, was soll ich euch dazu noch großartig sagen? Ich find's erbärmlich. Ich find's wirklich armselig, dass man so vom Mitleid der Leute leben muss, dass man nichts geschissen bekommt. Du kannst ja nichts geschissen bekommen. Du kannst ja Probleme haben. Aber dann tu was dafür. So mäßig. Keine Ahnung. Das ist doch... Wenn du... Weiß ich, ach Digga, wirklich, also ey, fuck mich so ab. Lasst gerne eure Meinung unten in den Kommentaren da und dann sehen wir uns vielleicht nächsten Monat wieder zum Kapitel. Dann gehen wir inhaltlich drauf ein, wenn es sich lohnt oder nicht. Wir werden sehen und ja, dann schauen wir mal. Also, das wäre es von meiner Seite aus gewesen. Es hat sich nichts geändert und dann schauen wir, ob Tabata vielleicht mit einem Weihnachtsgeschenk um die Ecke kommt. Wer weiß. Denkt vielleicht mal über die Worte nach, die ich sage, anstatt mir einfach nur irgendwas in den Mund zu legen oder so. Wäre vielleicht mal besser so. Haut rein, ich wünsche euch was. Und tschö mit Ö.